Mein Name ist Marco Friedl. Moin, mein Name ist Leonardo Bittencourt. Mein Name ist Anthony Jung. Für mich ging es beim Tätowieren auch darum, um Dinge zu verewigen, mich an Dinge zu erinnern. Gibt mir auch Kraft in manchen Tagen, wo ich sage, heute läuft es vielleicht nicht so, wird vielleicht im hohen Alter oder hoffe ich zumindest auch so sein. Hinter jedem Tattoo gibt es vielleicht eine witzige Geschichte auch dazu. In erster Linie ist es für mich eine Körperkunst, die ich extrem schön finde. Dann bin ich hierher nach Bremen gekommen, hatte die 32. Die Nummer finde ich wirklich mega cool mittlerweile und deshalb habe ich sie mir auch tätowiert. Also ich habe hier meine Eltern auf dem Oberarm, die mich immer wieder unterstützt haben. Das ist mein Opa, der hat mich eigentlich dahin gebracht, wo ich heute bin, dem verdanke ich sehr viel. Dass jedes Tattoo eine Bedeutung hat, zu der ich eine Geschichte erzählen kann, das ist das Wichtigste auch für die kommenden Tattoos. Hast du ein Tattoo mit Werder-Geschichte? Dann zeig es uns. Und reiche deine Story auf umbro.com/Werder ein. Dann hast du die Chance, dass es auf einem Werder-Trikot verewigt wird. How deep is your love?